TV Berlin Spezial, heute mit dem Botschafter der Republik Armenien, Ashot Simbadjan. Und wir reden über den Konflikt, der erst vor 3 Wochen wieder zu einem kleinen Krieg geführt hat. Der Krieg dauerte ein paar Tage, aber Krieg ist Krieg und hat viele Leiden und Tote mit sich gebracht. Wenn er mich über Bergkarabach, Aserbaidschan, Nachbarland, sagt, das gehört zu uns. Armenien sagt, das ist eine autonome Republik. 80% der Bevölkerung sind Armenier. Jetzt schon 100%. Also jetzt schon 100%, weil die Aserbaidschaner geflohen sind oder, wie die andere Seite sagt, vertrieben wurden. Wir wollen das nicht klären in diesem Fall, sondern wir wollen reden über die Möglichkeiten, wie man diesen Konflikt beendet. In der Sowjetunion war das eine autonome Republik. Könnte man das denn nicht wieder so machen? Man kann das gemeinsame nicht Verwaltung autonome zum Beispiel. Republik, aber Status. Und diese Status müssen die Bevölkerung von Bergkarabach entscheiden. Wir können nicht zwingen, dass die Bevölkerung von Bergkarabach zwingenden Massen das macht, was die aserbaidschanische politische Führung das wünscht sich. Sondern die Bevölkerung von Bergkarabach. Es sind auf diese Welt sehr viele solche Konflikte bereits gewesen. Und einige von denen sind Gott sei Dank mehr oder weniger gelöst worden. Aber wie? Nur indem, dass man zu diesem Konflikt eine Statusfrage geklärt hat. Südsudan, Osttimor. Es gibt viele solche Beispiele, die kann ich einzeln nehmen. Südsudan ist immer noch Bürgerkrieg. Aber trotzdem, Nahost aber nicht trotz, geklärt. 70 aber trotzdem Jahre ist mehr. Anerkannt worden. Aber trotzdem ist anerkannt worden. Ich nehme an, wir kehren zurück ein paar, nicht ein paar, sondern schon ziemlich viel. In Schleswig-Holstein mit Dänemark. Im Endeffekt, es ist mit einem Referendum geklärt worden. Fragen Sie die Aserbaidschanische, sind die bereit, dass ein Referendum durchgeführt wird? Ob jetzt oder in absehbarer Zeit. Aber man muss erstmal die Möglichkeit geben, dass diese Bevölkerung entscheidet, wo und wie die leben möchten. Und diese jegliche Begründung, dass man sagt, 180.000, wie stellen Sie sich vor, mit einem Staat, verzeihen Sie mir, wie viel Bevölkerung hat Liechtenstein? Das spielt keine Rolle heutzutage. Wir müssen erstmal wirklich, wir sprechen zum Beispiel jetzt von Krieg, was vor ein paar Wochen, Anfang April praktisch, Aserbaidschan hat den Waffenstillstandsabkommen, was die bereit unterzeichnet haben, unterbrochen. Dann haben die diese massive Aggression gegen die Bevölkerung, militärisches Verbrechen, indem dass die Soldaten danach enthaupten. Das ist unzulässig, das ist, widerspricht alle jeglichen Normen internationale, Menschenrechtsverletzung, wie sie es nennen aber möchten. Aber mit diesen Zuweisungen, die in einem Krieg, ich will nicht sagen normal sind, aber immer wieder vorkommen und immer von jedem vernünftigen Menschen verurteilt werden, da kommt man ja nicht weiter. Sondern wir drehen uns ja jetzt auch im Kreis. Und ich merke, wo das Problem ist, wenn Sie sich da gegenüber sitzen. 100% armenische Bevölkerung in Bergkarabach, die Aserbaidschaner sagen, liegt auf unserem Gebiet, also gehört es zu uns. Sie müssen irgendwann mal den gordischen Knoten durchschlagen. Ich hoffe, das klappt. Es gibt ja noch ein anderes Problem und das sorgt ständig für Unruhe, auch in Deutschland, ja, weil es im Bundestag aus Ihrer Sicht positiv behandelt wird, nämlich die Frage Ihres Verhältnisses zur Geschichte mit der Türkei. Ja, wie löst man das denn? Das kann doch nicht sein, dass 100 Jahre später noch immer nach Schuldzuweisungen gesucht wird oder nach Erklärungen gesucht wird und nach es keinerlei Veränderung gibt in dieser feindschaftlichen Beziehung. Wie sehr bringt man zunächst zu Bergkarabach nochmal. Die armenische Seite beharrt und möchte, dass dieser Konflikt wird nur friedlich politisch gelöst. Friedlich und ja, das politisch. Das wollen wir auch. Alle Vorschläge. Die Co-Vorsitzende der Minsker Gruppe. Seit 2 Jahren liegt der Vorschlag, dass die beide Seiten die Heckenschützen zurückziehen. Die armenische Seite hat schon längst ja, aserbaidschanische Seite lehnt das ab. Jetzt die sogenannten Überprüfungsmechanismen, damit sie oder die internationale Gemeinschaft entsprechend beurteilen kann, welche Seite hat den Waffenstillstand verletzt. Armenische Seite sagt ja, aserbaidschanische Seite lehnt das ab. Um diese Sachen besser verurteilen zu können und nicht mal verurteilen, wenigstens entsprechend sagen, wer welche Seite was gemacht hat, muss man erstmal einen unabhängigen Überprüfungsmechanismus gründen. Dafür Sie, ich oder die anderen, die noch für politische Lösung plädieren, dass die sagen können, dass welche Seite das angefangen hat. Das wird immer von der aserbaidschanischen Seite abgelehnt. Schlagen Sie noch weitere Vorschläge. Wir warten, dass der Minsker Gruppe noch weitere. Es wird alles abgelehnt. Es gibt nur ein Prinzip für Aserbaidschan, territoriale Integrität.
Aber wir wissen, dass dieses Prinzip alleine wird nicht funktionieren. Zumindest für dieses Konflikt. Jahrelang hat man genannt Frozen-Konflikt Bergkarabach. Aber wir haben gesehen, dass es kein Frozen-Konflikt ist. All die Jahre, also wir haben mehrmals. Konflikt, genau, der ist da, genau, aber man redet nicht drüber. Man redet nicht drüber. Insofern, dafür möchte ich nur wirklich, als ich kam hier zu Studio, habe ich einen Satz von Benjamin Franklin gelesen, den würde ich gern hier jetzt vortragen. Wer die Freiheit aufgibt, um Sicherheit zu gewinnen, wird am Ende beides verlieren. Das ist das, was ich zu diesem Programm... Das wollen wir auch nicht, dass die Freiheit, genau, verloren geht, sondern wir wollen eine politische Lösung. Darüber haben wir jetzt in Kürze gesprochen und es geht, genau, nur in Kürze. Und ich hoffe, dass Sie irgendwann mal zusammenkommen. Wir werden darüber reden. Kommen wir zu einem anderen Problem, ja, zurück. Warum ist da immer noch diese Verhärtung? Kann man nicht sagen, lass das doch vergessen. Wir in Europa haben damit gute Erfahrungen gemacht. Genau, genau. In Europa haben sie eine gute Erfahrung. Gerade Deutschland ist ein Land, der mustergültigerweise ihre Geschichte, eigene Geschichte aufgearbeitet hat. Und gerade deswegen ist es für uns auch sehr wichtig, ein Land, die ihre eigene Geschichte so mustergültig aufgearbeitet hat, ein Land, wo die meist Unterlagen über dieses Verbrechen, über dieses Völkermord, und zwar im politischen Archiv des Auswärtigen Amtes, beherbergt wird. Gerade dieses Land muss auch das anerkennen und entsprechend nennen. Entsprechend so nennen, wie es war und wie es heißt auch, Völkermord. Und viele natürlich sagen, man kann keine Erinnerungspolitik einpflanzen von außen. Ja, haben Sie recht. Aber wenn ein Land wie Deutschland das anerkennen, wie auch viele andere Länder, damit an der ersten Stelle sie helfen, die bereits aufgewachsene Gesellschaft in der Türkei. Denn wir haben schon eine Gesellschaft, die dagegen auch kämpft in der Türkei. Die verlangt sogar, dass nur, und die wissen alle sehr, sehr gut, dass der kürzeste Weg zu einer Versöhnung ist die Anerkennung. Da, besser als das gibt es nicht. Als Christ, Sie haben das Wort Entschuldigung vermieden. Also es reicht, wenn man offen darüber redet, aus Ihrer Sicht. Wenn man es anerkennt und sagt, wir sind ja nicht die Täter. Natürlich. Die Generation heute sind ja nicht die Täter. Auf keinen Fall die Wenn Generation. Jemand zu mir sagen würde, ich bin ein Nazi, würde ich sagen, du spinnst ja wohl. Haben Sie vollkommen recht. Und genauso denke ich auch, der heutige Türke, sei es in Berlin, in USA, in Istanbul oder in Ankara, der ist auf keinen Fall Täter. Aber der muss in der Lage sein, das, was vor 100 Jahren passiert ist, das entsprechend auch zu nennen. Das ist sehr wichtig. Ich betrachte mich auch kein Opfer, aber ich bin Nachkommen der Opfergeneration. Insofern es ist es sehr wichtig, dass man über die Wahrheit spricht, denn es gibt nur eine Wahrheit. Und das wissen auch sehr, sehr gut, die türkische Seite weiß sehr, sehr gut. Und dafür haben wir auch, dass in der Türkei gibt es jetzt schon, mag sein wenig, aber es gibt schon eine gesündere Gesellschaft, die darüber auch offen spricht. Und sagt auch, es gibt auch viele Wissenschaftler, ich kann zig Universitäten nennen, Sabancı-Universität in Istanbul, es gibt sehr viele Wissenschaftler, die davon sehr offen sprechen. Und die wissen, dass es nur so kann zu einer Versöhnung, eine richtige Versöhnung kommen. Als Christ, ich weiß sehr, sehr gut, was bedeutet eine Vergebung. Aber ich weiß auch, dass vor der Vergebung muss auch eine Bekenntnis und Reue sein. Und das ist sehr, sehr wichtig. Und ich hoffe, dass es irgendwann mal die türkische Gesellschaft, insbesondere die türkische politische Elite, das begreifen wird. Das hoffe ich sehr. Es hat zwischen Deutschland und Frankreich lange gedauert. Es hat zwischen Deutschland und Israel nicht so lange gedauert. Und vielleicht müssen Sie auch noch 100 Jahre warten, vielleicht auch nur 10 oder 50. Ich hoffe Aber nicht. Das Ziel ist jedenfalls klar, dass man das, was mal passiert ist, anerkennt als das, wie es passiert ist und das auch ausspricht. Genau. Wie ist Ihr Verhältnis zur Bundesrepublik in diesem Punkt? Sie sprechen es ja immer an, im Bundestag sind, der Bundestag hat sich auf Ihre Seite gestellt. Es wird, glaube ich, im Juni oder wann, es kommt noch mal eine Sitzung dazu. Wir hoffen sehr, dass es im Juni kommt noch so eine Sitzung, eine Debatte und ich hoffe sehr, dass das Bundestag auch eine entsprechende Entschließung verabschieden wird da und eine entsprechende Resolution auch. Denn, wie gesagt, Deutschland ist ein Land, der wirklich Erinnerungskultur pflegt. Deutschland ist ein Land, das Begriff überhaupt als solches Erinnerungskultur kommt aus Deutschland. Und daher ist es sehr, sehr wichtig, dass auch hier in Deutschland wir über dieses Thema offen und ehrlich sprechen können. Und Sie haben gesehen, im 2015, es gab zig Projekte, auch gefördert vom Auswärtigen Amt, von mehreren sozusagen NGOs. Aber
glauben Sie mir, viele Veranstaltungen, die bundesweit Erinnerungsveranstaltungen, Gedenkveranstaltungen, die sind durch den einzelnen deutschen Bürger sozusagen organisiert und initiiert worden. Es kam nicht alles durch die Armenier. Denn Sie können sich vorstellen, mit den 50.000, 60.000 armenischen Gemeinden, die wir insgesamt armenische Bevölkerung hier haben, hätte das nicht so diesen sozusagen Boom haben können, was wir vor einem Jahr gesehen haben hier in Deutschland. Die deutsche Reichsregierung oder das deutsche Militär war ja auch nicht ganz unbeteiligt daran. Es lag ja an deren Interesse. Als Diplomat, Sie können sich vorstellen, ich werde mich ziemlich vorsichtig sozusagen mit Vorsicht genießen und mich äußern. Die Begriffe Mitschuld, Mitverantwortung gehören nicht zu meiner sozusagen Sprachkompass. Insofern, ich werde eher sprechen, dass Deutschland wird, dass beispielhafterweise, so wie der Bundespräsident auch dazu sehr klare Worte gefunden hat, oder der Bundestagspräsident bei seiner Einführungsrede am 24. April 2015 im Bundestag klare Worte gefunden hat, genau das erwarten wir auch vom Hohen Haus. Ich wünsche, dass das eintritt und es wird auch irgendwann kommen. Ganz kurzes Wort noch, mit ganz kurze Frage noch. Bitte um kurze Antwort, weil wir fast am Ende sind. Bitte. Wo haben Sie so gut Deutsch gelernt? Ich habe seinerzeit hier in Berlin studiert, an der Humboldt-Universität, gleich nach der Wende. Und so habe ich auch meine Deutschkenntnisse sozusagen. Was haben Sie studiert? Wirtschaftswissenschaften, Volkswirtschaftslehre. Ja. Und Sie sprechen ja fast akzentfrei. Das ist ja. Naja, wissen Sie, die deutsche Sprache ist eine sehr, sehr reiche und schwere Sprache. Ich bin auf keinen Fall noch Träger der Sprache. Ich muss immer noch armenisch denken und übersetzen. Ja. Es bleibt immer noch. Aber das klingt und klappte ganz gut. Ich bedanke mich bei Ihnen, dass Sie da waren. Der Botschafter der Republik Armenien, Ashot Simbatyan. Ich danke Ihnen auch. Und ich bedanke mich bei Ihnen, dass Sie zugeschaut haben. Wir sehen uns nächste Woche Dienstag wieder, dann wieder mit der Sendung Brinkmann und Asmuth. Und wir haben zu Gast Ramona Popp von den Grünen in Berlin. Es geht natürlich um die Wahl zum Abgeordnetenhaus am 18. September in diesem Jahr. Ist nicht mehr lange hin. Bis dahin, bis nächste Woche Dienstag. Danke und tschüss.